wer am Morgen des 3. Juli durch die Straßen von Wittstock ging, dem konnte Angst und Bange werden. Marodierende Horden und Söldner schienen sich in der Zeit geirrt zu haben. Wie vor 350 Jahren zogen sie durch die Innenstadt und plünderten, was das Zeug hielt. Viele Einwohner hatten sich schutzsuchend vor dem Rathaus versammelt und mussten mit ansehen, wie diese Halunken den Bürgermeister überwältigten. Oder war alles nur ein Schauspiel? Ja sicher, es bedarf schon einer richtigen Vorbereitung. Also ich sag mal, die Stadt Wittstock mit ihren Zuarbeiten für dieses Spektakel hat ungefähr 2 Jahre gebraucht, ja, um es langsam in die Reihe zu biegen. Den darf man natürlich keinen Abstrich tun. Und unsere Akteure, die alle dabei sind, üben natürlich auch schon wochenlang dafür. Bei uns ist es etwas einfacher, weil wir sind jedes Wochenende woanders und können die einzelnen Szenen, die wir dann hier an einem anderen bestimmten Ort gestalten, schon immer vorweg üben. Die 200 Akteure der Schauspieltruppe hatten sich so einiges einfallen lassen, um das geschichtsträchtige Ereignis um Wittstock nochmal aufleben zu lassen. Vor den Toren der Stadt hatten sie ihr Lager aufgeschlagen und ließen sich auch von den Schaulustigen nicht stören. Sogar dem Bürgermeister schien diese Lebensart zu gefallen. Er gesellte sich kurzerhand zu den Leuten, die seine Stadt bedrohten. Wollte er etwa Frieden schließen? Ungeachtet dessen wurde auf dem Burghof das Kämpfen mit dem Schwert geübt. Gegen Abend wurde den Wittstockern dann mächtig viel Action geboten. Der Mühlenbrand war so realistisch inszeniert, dass einige Zuschauer im Nachhinein nicht mehr wussten, ob das nun Theater oder Wirklichkeit war. Dann verbrennt auch die Bühne. Ihr seid ja nun geübte Räuber, geübte Kriminelle, sage ich mal, gestern hier in der Stadt ein paar Läden überfallen. Reizt das einen auch, wenn man nicht im Kostüm steckt? Geübte Kriminelle ist natürlich ein ganz hartes Wort, aber es reizt uns natürlich, weil in Kostüm darf man so ziemlich alles, ja, und wir erst recht. Und wir fangen an mit der privilegierten Schützengilde 1560 zu Wittstock. Gebt Feuer! Und jetzt die Helme... Und dann ging es richtig zur Sache. So muss die Schlacht wohl damals ausgesehen haben. Oder so ähnlich. Schließlich ist man sich über den genauen Hergang bis heute noch nicht einig. Jedoch kam es bei diesem Spektakel auch nicht unbedingt auf historische Exaktheit bis ins letzte Detail an. Diese Aufführung hatte einen symbolischen Wert. Und so wurde gefochten, geschossen und gestürmt, was das Zeug hielt. Kanonendonner gerollte über den Bleichwall und trieb so manchem Zuseher den Angstschweiß auf die Stirn.